Heyze und Konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu mit Let's Play Rainbow Z Ultimate Tenkaichi. Und wir sind hier mit Yamshu auf der Weltkarte und ich muss euch etwas gestehen. Dieser Part hier ist nachkommentiert, denn mein Aufnahmeprogramm meinte, meine ursprüngliche Aufnahme irgendwie total zu zerstören. Nun, da kann man leider nichts gegen machen. Auf jeden Fall habe ich hier versucht zu erklären, dass ich den Hero Mode bereits beendet habe. Und wenn die in den Bosskämpfen, wie zum Beispiel gegen den Werfen, diese komischen Quicktime-Events kommen, wo man bestimmte Tasten in einer bestimmten Reihenfolge in einer bestimmten Zeit drücken muss, ich diese mit einem kleinen Trick mir ein bisschen erleichtere. Sprich, Pause drücken, damit ich mir die Knöpfe in Ruhe ansehen kann. Denn ich gehöre zu den Leuten, die dies nämlich absolut nicht können. Also unter Zeitdruck irgendwelche Knöpfchen drücken. Also nö, das geht bei mir ganz und gar nicht. So, was ist in diesem Part passiert? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Es ist... keine 20 Stunden her. Und ich weiß es nicht mehr. Geil, oder? Bei mir... bleibt das Bild ab und zu mal... Sorry, I'm late, Krillin. Yamcha! The game's over. I'm gonna show you what a real fighter is capable of. Okay, Cybermen, give him hell! And don't screw it up this time. Bei mir bleibt ab und zu jetzt hier das Bild ab und zu mal ganz kurz hängen, aber ich hoffe, dass... Wow, Entschuldigung. Aber ich hoffe, dass das kein großartiges Problem sein sollte. Und wenn doch, dann muss ich gucken, wie ich das irgendwie anders mache. Mit dem Kommentieren. Und auf jeden Fall kämpfen wir jetzt gerade als Yamshu gegen einen Cyberman. Hier ist ja zum Glück Pflanzenmann und nicht Cyberman. Jetzt haben sie an diese Übersetzung gedacht. Und die haben noch an eine andere Übersetzung gedacht, aber die werde ich euch erst später präsentieren. Also nicht mehr in dem Part, in einem anderen Part. Nun, was sage ich jetzt großartig? Verdammte Scheiße. Nee, sowas sagt man nicht. Wobei, ich bin ja der Typ, der mir sowas sagt. Mich kennt man gar nicht anders als Let's Player. Wir kämpfen als Yamshu gegen die Cybermen und... Im Moment sieht sehr gut aus. Achtet mal auf die Lebenspunkteanzahl von Yamshu. Sieht ziemlich genial aus. 49, 49. Hat sich eigentlich so eine, wie diese eine Telefonnummer. Wie hieß sie noch? 01090 oder irgendwie so? Naja, egal. Kamehameha. Alles kaputt. What? Und jetzt kommt die Pflanzenmann-Bombe, die dafür sorgt, dass Yamshu platt geht. Er liegt auf ziemlich verschiedene Art und Weisen da. Erst liegt er da, dann explodiert die Erde und dann fällt er nochmal zu Boden. Währenddessen er einmal kurz gestanden hat. Geflogen ist. Und jetzt Bums. Wie merkwürdig. Na, Krillin ist natürlich jetzt angepisst. What am I supposed to tell Poir and Bulma? Hey, get this trash out of here. That's just unsanitary. Why you? Everyone, get back. To see if my training paid off. Go. Ja, Krillin will nun zeigen, was er kann. Und kämpft gegen einen weiteren Pflanzenmann, der Cyberman. Wie hießen die im Original Japanisch? Auch Cyberman? Cyberman? Keine Ahnung. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ja, Krillin, also Pflanzenmann. Und Krillin ist ein Charakter, mit dem ich nicht ganz so gut umgehen kann hier in dem Titel. Hanung gegen einen Pflanzenmann. Schaffe ich es trotzdem irgendwie zu bestehen.
Ja, ich bin gerade eben erst aufgestanden. Aber das ist ja kein Problem. Ich muss das ja nur nachkommentieren und nicht selber spielen. Wenn ich jetzt selber spielen müsste, dann würde ich total versagen. So viel ist schon mal sicher. Und Krillin bekommt langsam die Oberhand. Das sieht man auch an dem Schaden. 6100. Was? Achso, jetzt habe ich geguckt, wie man welche Energieattacken für was sind. Da wollte ich einmal den gespreizten Energiestrahl ausprobieren, den Krillin auch in der richtigen Serie eingesetzt hat, um die Pflanzenmänner und Vegeta und Nappa anzugreifen. Die Pflanzenmänner hat er auch damit gekriegt, aber ja, Vegeta und Nappa, die haben noch nicht mal Kratzer davon getragen. In Budokai Tenkaichi 3 ist diese Attacke ziemlich nutzlos. Die sieht bis zu einem gewissen Punkt genauso aus. Energieball geht nach oben, bleibt da oben verharren, schießt aber dann wahllos irgendwelche anderen Energiebälle nach unten. Und wenn du Glück hast, ziehst du den Gegner für 1000 damit ab. Was also nichts ist. Und das ist jetzt Cutscene bedingt. Ende. Ah, wie gesagt, die Attacke ist in Ultimate Tank. In Budokai Tenkaichi ziemlich beschissen. Mir gefällt sie da überhaupt nicht. Hätte sie Krillin irgendwas anderes geben können, aber nicht das. Dieses Beschießen. So, Kapseln kloppen wie eh und je. Und wir sind Tenshinhan. So. Nappa startet seinen Angriff. Dabei trennt der Tenshinhans Arm ab und er schafft mit einer Einzelexplosion ein klaffendes Loch in der Erde. Vor einer derart überlegenen Macht sind die Krieger hilflos. Als Nappa seine Deckung fallen lässt, klammert sich Shao Zu an ihn und jagt sich selbst in die Luft. Doch dieses Opfer ist vergebens, da die Explosion Nappa überhaupt nichts antut. Vor lauter Trauer und Wut um seinen Tod erzittert Tenshinhan und sammelt seine verbliebene Stärke, um sich Nappa zu stellen. Ja, dies tut er in der Serie mit einer einzigen Kiku-Kanone, sammelt seine komplette Energie da drin, schießt sie ab und stirbt darauf. Nun, wieso stirbt er darauf? Ganz einfach. Die Kiku-Kanone verbraucht die Energie, also die Lebensenergie des Anwenders. What a dirty little trick. Looks like you still don't have any idea what you're up against. I'll kill every last one of you. So, es scheint mittlerweile wieder flüssiger zu laufen bei mir. Ich habe nämlich in der letzten Cutscene keinen einzigen Hänger festgestellt. Mal gucken, wer das ist. Ob das jetzt nur an mir liegt, weil ich jetzt nachkommentiere. Oder ob das generell an der Aufnahme lag. Na, wird man ja sehen. Oh, jetzt wird Nappa böse. Naja, jetzt müsste Tenshinhans Arm gebrochen sein eigentlich, aber er kann trotzdem noch mit dem gebrochenen Arm zuschlagen. Das nenne ich eine Leistung, Tenshinhan, eine ordentliche Leistung. Ja, und Nappa, der schafft irgendwie gerade gar nichts. Denn er wehrt sich kaum. Ich denke, die leichte Stufe ist tatsächlich ein bisschen zu einfach. Deshalb werde ich irgendwann mal auf schwer gehen müssen. Aber ich glaube, darüber habe ich in einem späteren Part auch schon geredet. Naja, wenn wir mal gucken, was ich mache. Ob ich das mache. Oder ein paar dreifacher Geisterstrahl.
Das hört sich so komisch an. Geisterstrahl. Naja. Erstmal Energie dafür sammeln, das kann man auf die Art und Weise sehr, sehr gut. Vielleicht habt ihr es ja bemerkt, wie schnell sich diese komische Anzeige da gefüllt hat. So, und jetzt nochmal nachgucken, wie ging der? Ach, R2 runter. Okay, dann mach mal weiter hier. Ich sag 5230. Und er kann sich dagegen nicht wehren. Ja, boom, ist ein richtig klaffendes Kraterloch. Kraterloch. Aha. Jetzt hat Nappa aber die Schnauze voll. Aber er rechnet nicht damit, dass ich ausweiche und ihn selbst nochmal angreife. Und da hat der Gegner so gut wie nie eine Chance gegen mich. Einfach Kontrolle auf den Tisch legen und mit dem Zeigefinger drauf drücken. Da hatte ich irgendwie das Gefühl, dass Tenshinhan an den Chao so verknallt ist. So nach Motto Schwimm? Fragezeichen? Aber diesen Gedanken hatte ich auch schon ein paar Mal in der Serie. Ich glaube kaum, dass das stimmt. Auch ein bisschen sehr komisch. What good would it do you? It won't be the way it was before. I'm sure it won't. He's much, much stronger now. What trust. All right, fine. I'll wait until he shows himself. I'll wait 3 hours. Not a minute more. Tja, das ultimative... Nee. Das Ultimatum. Das ultimative Ultimatum wurde von Vegeta gestellt. Son Goku hat noch 3 Stunden Zeit, um am Kampfplatz aufzutauchen. Ansonsten werden Vegeta und Nappa zum Angriff ansetzen. Und das könnte übel aussehen, denn ja, 3 Krieger sind bereits tot. Und 3 sind noch da, aber Kid Gohan ist im Moment keine besonders große Hilfe. Denn er beschäftigt sich eher damit, sich zu verstecken. So, wir sind wieder auf der Weltkarte und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier großartig erklärt habe. Deshalb würde ich jetzt einfach sagen, das war euer Keanu mit Let's Play Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi. Bis zum nächsten Mal. Ciao.